Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Tomb Raider. Im letzten Part haben wir uns hier eigentlich dem Reliquien-Geocache und Dokumenten sammeln. Oh, wie ging das mit dem Abrollen? Oh, keine Ahnung. Im Bergdorf gewidmet und da würde ich jetzt auch gerne weitermachen wollen. Wir haben noch ein bisschen, was wir einsammeln müssen, was uns halt hier durch die Lappen gegangen ist bei den letzten Parts, und das würde ich, wie gesagt, jetzt gerne tun. Der befindet sich da unten irgendwo. Okay, dann gehen wir mal hier kurz auf das Flugzeugdingels, Hummels, und gucken mal. Da liegt er irgendwo. Da. Okay, ja, dann werden wir uns da jetzt mal... Oh, das wird nichts, auf den Weg hin machen. Und den mal einsammeln. Scheint ja auch so, als könnten wir den auch wirklich jetzt nur einsammeln, weil wir ja das hier jetzt freigeschaltet haben. Also irgendwie habe ich halt auch das Gefühl, das, wo wir jetzt gerade sind, das gab es halt beim letzten Mal auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt nur so vorkommt, aber tatsächlich, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, das Bergdorf ist ein etwas anderes. Okay, wir machen das jetzt mal so. Wir gehen jetzt erst darüber. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das alles noch so ist, wie das mal war. Wie das bei uns auch war. Ich muss gerade nicht mal orientieren. Ah, okay, gut. Ja, guck mal, dann machen wir das jetzt doch noch zuerst, was ich gar nicht so schlimm finde. So, Munition gleich eingesammelt. Hier können wir auch nochmal abfackeln. Auch das ist mega. Gibt noch ein bisschen Bergungsgut für uns. Also, hier eröffnen sich auf einmal Wege, von denen ich nicht gedacht hätte, dass es sie gibt. Oder ich bin einfach geistig verwirrt und habe das beim letzten Mal nicht gesehen. Aber es kann, wie gesagt, ich glaube, das lag hier mit diesem Absturz zusammen. Gut, Munition brauchen wir nicht. Da drüben liegt auch noch Bergungsgut. Da will ich gleich noch rüber. Und wo ist jetzt mein Dokument? Hallo? Dokument? Ah, du bist über mir. Okay. Gut, dann gucken wir mal, wie wir da am besten hochkommen. Da ist auf jeden Fall noch Munition. Von da drüben wahrscheinlich nicht. Aber kommen wir... Nee, hier kommen wir auch nicht hoch. Wir gucken mal. Ich finde hier schon einen Weg hoch. Es gibt immer einen Weg nach oben. Kommen wir hier rauf? Ja, das sieht gut aus. Dann darauf? Nö. Vielleicht von da? Das ist ja nicht umsonst da. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und hier oben ist ein Riesenlager an allem Möglichen. Faszinierend. Es mangelt mir an nichts. Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen. Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung. Alles, was zum Herrschen vonnöten ist. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst? Hoshi an ihrer Seite. Das ist faszinierend. Hoshi beschreibt ihren Alltag als Priesterin, aber irgendwas stimmt nicht. Ja, was auch immer das sein mag, irgendwie scheinen sie da ja ein Gefühl für zu haben, was hier Phase ist. Und irgendwas scheint ja nicht richtig zu sein. Okay, so, von hier komme ich jetzt nicht weiter. Dann gehen wir mal runter. Jo, lass los. Okay, dann machen wir uns da mal auf den Weg rüber. Ah, ich bin gerade echt fasziniert, was wir hier so alles entdecken, was wir vorher anscheinend nicht gesehen haben. Okay, hier ist nichts. Wie gesagt, die Munition können wir nicht mitnehmen. Dann machen wir uns da jetzt mal auf den Weg rüber. Und dann hatten wir ja da drüben noch den Kram. Den wir... das war knapp. Ich dachte, dass wir da vielleicht eher rankommen. Okay, so. Das werden wir jetzt aber mit einem Feuerpfeil machen. Weil da jetzt die Fackel dran klatschen, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Und jetzt haben wir hier da oben, glaube ich, noch den Geocache. Genau. Den da. Upsi.
Ich wollte ihn noch markieren, das macht es ein bisschen einfacher. Zack. Okay. Der ist genau da oben. Jetzt muss ich nur einmal gucken, wie wir da am besten hochkommen. Ich glaube, das müssen wir von da drüben machen. Okay, ich hoffe, ich komme da jetzt ran. Ja, okay, perfekt. So, die Munition kann ich nicht mitnehmen. Wir gehen von hier da ran. Zack. Perfekt, einmal Bergungsgut und hier sollte, da glitzert doch der Geocache schon. Perfekt, dann haben wir den auch. Pfeile können wir noch mitnehmen. Gut, so, dann haben wir das hier erledigt. Dann kommt da noch ein Geocache, den wir jetzt mitnehmen. Der ist da oben irgendwo. Was haben wir da noch? Achso, nur die Kletterwand. Wie gesagt, hier tun sich gerade Möglichkeiten auf und Gebiete, die mir selber so nicht bewusst waren, wo sie auf einmal herkommen. Wir müssen immer noch ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht gleich irgendwie doch noch von Gegnern überrascht werden. Aber ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Da muss ich mir keine großen Sorgen machen. Ich finde es halt faszinierend, weil man hier irgendwie noch gar nicht war. Vielleicht auch nicht rübergekommen ist. Wie gesagt, ich glaube, dass ein gewisser Teil hier durch... Genau, das ist das, wo wir vorher auch geklettert sind. Durch diesen Absturz von diesem Flugzeug oder was auch immer freigesetzt wurde und wir deshalb da vorher auch noch nicht rankamen. Aber das ist ja auch gar nicht schlecht. So gestaltet sich das nochmal neu. Man sieht nochmal was Neues und... Wo ist er? Wo seid ihr? Ich höre dich doch. Okay, bevor wir uns dem widmen, gehen wir hier oben gucken. Wo bist du, du Single-Typ? Du singst doch hier irgendwo. Wo zur Hölle bist du? Verarschen kann ich mich alleine. Hier ist auf jeden Fall der Geocache. Aber will er mich eigentlich rollen? Ich habe ihn doch gerade gehört. Ich bin doch nicht blöd. Oder ist er hier oben drin? Da ist er. So, ich hoffe, er konnte jetzt keine Hilfe rufen. Wo ist er runtergefallen? Ich hoffe, nur hier runter. Ich würde ihn nämlich gerne plündern. Da lebt er noch. Achso, jetzt aber nicht mehr. Tschüss. So. Ich denke, das war's. Perfekt. Okay. Lecomio. Echt, ey. Die sind ja wohl ein bisschen crazy. Gut. So, next step. Was haben wir? Hier ist noch ein... kann ich da nicht noch weiter reinzoomen? Noch ein Geocache. Der befindet sich da. Wie kommen wir denn da am besten hin? Ich vermute mal von hier oben. Okay. Genau, hier ist noch eine Statue. Wir spannen uns mal. Ah, es ist so cool, was man jetzt auf einmal für Wege hat. Ich finde es halt mega geil. Wir spannen uns den mal darüber. Weil das Ding soll irgendwo da unten liegen. Kann ich hier nicht auch einfach... Wahrscheinlich tue ich mir massig weh, wenn ich jetzt hier so runtergehe. Oh, es ist schon verdammt hoch, ne? Wenn ich jetzt hier... Da komme ich ja wahrscheinlich auch nicht besser runter. Naja, wir machen es mal. Wir gucken mal. Genau. So. Vielleicht... Ah doch, hier, guck mal, hier kann ich runterklettern. Ja, dann tue ich mir doch da vielleicht gar nicht so dolle weh. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, so, den Rest kannst du runter. Da drin war noch ein Geocache an dem Grab und den habe ich einfach übersehen. Was war denn mit mir? Da. Ja gut, vielleicht tatsächlich durch dieses, durch das Wasser, dass ich das deshalb nicht gesehen habe. Ja, passiert. Ist ja nicht schlimm. Mein Gott, den hätten wir schon am Anfang einsammeln können. Aber hey, was soll's. Gut. Dann machen wir uns jetzt mal hier auf den Weg hoch. Und gucken mal, was uns hier noch so fehlt. Es ist halt, ich finde es halt mega cool, wenn man jetzt so
die Verbindung hier Stück für Stück hat und weiß, ja, jetzt die Teile so ein bisschen, die Puzzle zusammensetzen kann, was, wo, wie, mit was zusammengehört. Wir gehen jetzt da nochmal ran. Da, okay, das war knapp, aber egal. Haben wir gut hingekriegt und ich hoffe, hier laufen jetzt keine Gegner mehr rum. Doch, hier sind auch noch Gegner, war ja klar. Ach komm, hier, Arsch geleckt. Am Arsch die Waldfee. Komm hoch. Erst den einen, dann den anderen. Okay. So, ihr seid da oben. Ich sehe dich doch. Autschi. Okay, ja, ihr habt mich aus der Deckung raus. Okay, ihr seid Schweine. Aber es war auch klar, dass da oben definitiv noch welche rumwandern. Aber gut. Ja, da muss ich jetzt mit leben. Ist dann halt so. Okay. Dann machen wir das jetzt anders. Okay. Ja, ich muss da hoch. Ich hab's da nichts. Boom. Ja, genau. Damit habe ich dich schon mal erledigt. Komm her. Komm doch runter. Ich sehe dich. Gut, du bist down. Da oben ist noch einer. Okay, wir springen jetzt mal hier rüber. Da oben läufst du, ich sehe dich doch. Komm her. Okay, da ist auch noch einer. Zack. Da oben, du kannst... Hey, Ruhe. Ich erschieß dich zuerst, Kumpel. Okay. Ja, war ja gar nicht so schlimm tatsächlich. Hier habe ich sie irgendwie ein bisschen gestapelt. Richtig so. Okay, hallo Hühnchen. Du hast es ja überlebt. Süß. Okay, da werden wir von oben wahrscheinlich runter müssen. Gucken wir mal. Darauf. Da drüben sind auch noch welche, die wir gleich plündern können. Genau. Wir springen mal da rüber. Perfekt. Genau, hier ist Munition, die wir nicht brauchen. Und dann machen wir uns mal hier runter. Zack. Und das Bergungsgut ist mir. Perfekt. Okay. Kann ich von hier da rüber springen, ohne dass ich müsste gehen? Ja. Super. Okay. Dann gucken wir gleich mal. Da drüben ist noch Munition, die holen wir uns mal. Falsch rumgelaufen. Also ich hoffe, dass wir sie brauchen. Wenn nicht, dann... Okay, brauchen wir nicht. Gut. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Da drüben ist auf jeden Fall noch ein Geocache. Ich guck mal, ob das welcher das ist. Da. Okay. Warum habe ich den denn nicht? Was ist denn mit mir? Ach, weil er hier unten versteckt liegt. Also die sind tatsächlich recht gut versteckt, muss man dazu ja tatsächlich mal sagen. Auf der Seite haben wir dann alles. Dann müssen wir hier irgendwie mal rüber. Kommen wir da, von wo kommen wir da am besten hin? Ja, das ist jetzt die Frage. Ist es das, wo ich am besten von da oben... Guck mal. Das hier von hier, da ran und dann da ran. Ich guck mal, ob, weil hier von oben konnte man ja auch nochmal irgendwo lang. Genau. Wo sind wir denn da? War das, glaube ich, wo ich da lang bin, ne? Ich weiß nicht. Wir müssen mal gucken. Okay. Aber jetzt hat mich meine Sammelleidenschaft gepackt. Ich kann jetzt nicht mehr aufhören. Okay. So, kamen wir von hier? Hier war doch dieser Durchgang, genau. Ach komm, halt die Kacke. Stopp! Da ist ja noch so einer. Stopp. Okay, okay. Gut. Dann ist der da unten irgendwo. Hier ist auch noch wieder so viel. Wie soll ich denn da ganz runterkommen? Na gut, okay, so. Wir gucken mal, was haben wir denn hier noch so? Ach, das war da, wo wir den Piloten
Wir sind jetzt hier. Es ist da. Okay, ja, wir gehen jetzt erstmal, also wir werden jetzt uns erstmal hier auf den Weg machen. Und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie rumkommen. Aber wir müssen jetzt ein paar mehr Möglichkeiten haben. Das dürfte gar nicht so schlecht sein. Okay, lass los. Perfekt. Genau, hier war das Ding. Da waren wir, glaube ich, in dem Grab waren wir schon. So, da unten ist jetzt noch ein Geocache. Den holen wir uns jetzt mal als erstes. Okay. Also ich war hier, glaube ich, eigentlich schon recht gründlich, aber so ein bisschen was übersieht man ja trotzdem immer. Ist halt so. Ist ja nicht schlimm. Da liegt er. Genau. Zu weit. Da. Okay. So, 13. Es fehlen noch zwei. Der eine hier noch. Der da ganz unten. Genau, da bin ich beim letzten Mal ja gar nicht hin. Gucken wir mal, noch einen anderen, der uns hier, den da hinten. Da, genau, das war da, glaube ich, wo der Pilot war. Da ist ein Dokument auf jeden Fall. Und den Geocache, der liegt da. Okay, das heißt, wir müssen definitiv runter. War es ja nicht unbedingt das Schlimmste. Dann gehen wir jetzt erstmal darüber. So, okay. So, von hier, wie kommen wir da runter? Gibt es hier noch einen Weg weiter runter? Ich guck mal. Ich könnte mich da einmal runterlassen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo anders... Da komme ich auf jeden Fall runter. Das heißt, ich muss darüber. Okay. Ja, dann gehen wir da mal rüber. Gucken, dass wir uns von dem da mal runterlassen können. Gott, ist das kompliziert. Es ist aber auch, dieses Bergdorf ist so verdammt weitläufig tatsächlich. Das ist so krass. Der ist das, ne? Der geht da runter. Ja, wir machen es jetzt einfach mal. Gucken, wo wir ankommen. Schwupps. Genau, hier ist nämlich ein Lagerfeuer, was ganz cool ist. Das können wir nämlich gleich einmal nutzen, um unseren Fähigkeitenpunkt auszurüsten. Wir nehmen... Ja, ausweichen ist ja nicht so meins. Wir machen mal hier den Pistolenexperten. Genau, dann haben wir nämlich für die Pistole auch das Fadenschusskreuz, beziehungsweise können ihn dann den Rest geben. Sehr, sehr schön. Okay. So, dann gucken wir mal, wie wir jetzt weiterkommen. Geocache, Geocache, Geocache. Ja, ich glaube, ich weiß ungefähr, wo wir sind. Ich weiß nur nicht, wie wir da... Der ist da... Ist der da oben? Ja, der ist da oben. Okay. Gut, gut, gut. Ja, es ist... Also, ich finde es halt echt schwierig, sich dann hier irgendwie... so da irgendwie zu... zurechtfinden. Okay, wir müssen da rüber. Ach, schon, das mussten wir im letzten Mal auch schon. Also ich weiß, in welcher Stelle der Story, dass wir hier waren. Aber wie gesagt, das dann komplett irgendwie in Zusammenhang zu bringen, das finde ich dann doch immer schwer, wenn man der Story folgt, wo man jetzt genau ist. Okay, da ist der Geocache. Ey, das ist so, man war da dran und man checkt es einfach nicht. Das finde ich so skurril. Okay, so, der ist noch weiter. Wo ist er denn? Da unten. Okay. Dann spring doch mal. Okay, wir fallen einfach auf die Fresse. Gar kein Thema. Machen wir. Vor allem, ich war hier. Ich war hier und habe das alles gemacht, ey. Und jetzt bin ich einfach nur zu blöd, das zu finden. Gut, dann holen wir uns jetzt hier hinten noch das letzte Dokument, was sich irgendwo anders befindet. Ich glaube, dafür müssen wir halt wieder hoch. Die Frage ist, kommen wir jetzt überhaupt wieder hoch? Ich habe keinen Plan. Aber auch das werden wir rausfinden. Okay, von wo sind wir denn hier eigentlich runtergerutscht? Von dem Ding da, ne? Ich glaube, wir müssen da einmal ganz hoch. Wir gucken mal. Wir kriegen das hin. Wir arbeiten uns wieder nach oben. Das wird jetzt hier Explorer 3.0. Explorer Lara 3.0. Wie gesagt, ich finde es gar nicht so mega schlecht. Es ist vielleicht zum Zuschauen recht langweilig, weil halt nichts Storylastiges passiert. Aber nicht verzagen, wir kriegen das hin. Okay, ich muss auf jeden Fall irgendwie wieder hoch. Komme ich von hier irgendwie wieder hoch?
Bestimmt. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Wenn wir da nicht abstürzen sollten. Kommen wir von hier hinten wieder hoch? Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich denke, wir müssen hier irgendwie. Wenn man nicht so blöd ist wie ich und sich da runterstürzt, dann würde das wahrscheinlich auch schneller gehen. Aber so bin ich halt nicht. Wäre zu einfach. Also auf ein neues. Wir gucken mal, dass wir da irgendwie wieder hochkommen. Ansonsten, ja, wir finden schon unseren Weg. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich glaube ganz fest an uns. Hoffe ich. Wie gesagt, wir probieren es erstmal hier rüber. Okay. Ja. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sind wir zumindest erstmal hier. Heißt noch nicht, dass wir wirklich weiter hochkommen. Das ist echt ein bisschen bescheiden. Weil wenn ich jetzt hier, komme ich ja eigentlich nur weiter runter. Genau. Das war ja das, wo wir uns hier mit den fucking People angelegt haben. Okay. Ah, wir sind jetzt... Aha. Okay, ich verstehe. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Check. Hilft mir jetzt zwar nicht weiter, weil ich jetzt mich wieder da auf den Weg hoch machen muss, aber ich weiß zumindest, wo wir sind. Das finde ich gar nicht so schlecht, denn ich weiß gerne, wo wir sind. Okay, so, dann hier hoch. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle gerespawnt, aber dürfte ja eigentlich nicht. So, bringt mir das was, wenn ich jetzt hier hoch muss? Ich muss ja hier hoch, genau. Ich hatte ja keine andere Wahl. Dann darüber. Nein, du sollst darüber. Da, genau. Okay, und jetzt hoch. Und einmal an die frische Luft. Check. So, und jetzt kommen wir nämlich auch hier wieder hoch. Perfekt. Ja, es hängt alles doch ein bisschen miteinander zusammen. Aber da erstmal durchzusteigen, finde ich persönlich tatsächlich auch wirklich nicht einfach. Irgendwie dahinter zu kommen, wo jetzt was, wie und hoch und runter und nicht und doch. Und ja, wir haben uns das halt schwer gemacht und sind den anderen Weg. Wir hätten halt auch hier direkt weitergehen können, dann wäre ich hier auch wieder rausgekommen. Aber hey, okay, jetzt müssen wir da rüber, genau. Da ist der letzte Teil. Das dürfte jetzt aber das kleinere Problem für uns sein, weil wir jetzt wieder oben sind. Und dann haben wir das ganze Bergdorf auch gemeistert. Voll gut. Okay, da müssen wir rüber. Das dürfte ja kein Problem sein, weil wir müssten von hier... Ach verdammt, ich hätte mir... Wieso mache ich mir das eigentlich so kompliziert? Ich kann... Da ist auf jeden Fall, was ist das? Noch ein Strauch. Okay, Moment. Wir springen da. Nein. Out. Ich komme da ja nicht mehr hoch. Wo starten wir denn jetzt? Oh Gott, ey. Es ist ich. Ah, gut, hier. Es ist schon wieder zu lange her. Ich spiele schon wieder zu lange. Dabei ist das erst die zweite Aufnahme in dieser Session, aber irgendwie ist es heute nicht so mein Tag. Ich bin verdammt müde und übermüdet und naja, egal. Ist keine gute Ausrede. Da müssen wir hin. Deswegen machen wir das jetzt so. Und dann direkt uns hier eine Seilbrücke. Am Arsch die Waldfee. Mein Lieblingsspruch momentan. Da drüben ist dann nämlich das Dingsens. Den kann ich auch von hier festmachen. So. Okay. Perfekt. Und dann gucken wir danach mal, ob wir hier dann... Ich würde gerne da runter tatsächlich. Weil da sind auch noch ein paar Sachen. Kann ich aber... Ah, warte mal. Wir machen das anders. Okay. Ich habe einen neuen Plan. Nichts ist besser als ein Plan. Wir machen jetzt erst hier fest. Dann geht es da rüber. Dann... machen wir von wir gehen da rüber. Ich habe einen ganz tollen Plan, Leute. Das ist ein wirklich guter Plan. Ganz bestimmt. Ich weiß zwar noch nicht, wie gut, aber er ist definitiv gut. Hallo.
da würde ich gerne, genau, das ist der, wo ich ran wollte, weil ich da nämlich hoch muss. Gut, ich hoffe, ich komme da auch so hoch, ohne, okay, vielleicht doch nicht. Doch, kein guter Plan. Verdammt. Ich will da hoch. Wie zur Hölle komme ich da hoch? Komme ich da nicht über den? Warte, ich muss noch mal gucken. Naja, aber ich kann... da ist der... Aber wie komme ich da denn jetzt hoch? Ich guck noch mal da drüben. Vielleicht kann ich den da von woanders festmachen. Das ist ja so ein Anpasspunkt, wollte ich gerade sagen, von dem ich ja andere Orte anschießen kann. Kannst du da rauf? Danke. Okay, und dann gucken wir mal, ob ich... Ich kann ja von hier da oben festmachen. Das, da. So, genau. Zack. So, es ist ja das, also das hier ist halt der Knackpunkt an diesem Teil hier, dass man so viel mit den Seilpfeilen arbeiten muss. Und das zum Teil, finde ich persönlich, wirklich, wirklich verwirrend ist. So, jetzt können wir nämlich hier, da stellen wir uns mal daneben und machen da fest. So. Dann gehen wir hier runter. Vielleicht ist es jetzt ein Fehler, dass ich erst hier unten lang gehe, aber... Ich möchte halt das da drüben auch noch mit einsammeln. Weil von hier komme ich ja wieder hoch. Da ist eine Wand. Oh, da ist nichts mehr. Ich habe es schon eingesammelt. Und ich mache mir die übelste Mühe dafür. Was ist denn? Okay, hier ist auf jeden Fall eine Wand. Darum habe ich... Da hätte ich auch schon vorher runtergekommen. Egal. Gut, da drüben wollen wir auf jeden Fall hin. Und das machen wir jetzt auch noch schnell. Zack. Einmal festgemacht. Und einmal runtergerutscht. Wieso rutscht sie nicht? Wieso klettert sie? Wir denken da einfach nicht drüber nach. Warum wir nicht rutschen, sondern klettern. So, und dann holen wir uns unser letztes Dokument. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Okay, noch eine alte Schriftrolle von Hoshi, dem Ruf folgen. Ein Ausschnitt aus dem alten Tagebuch von Hoshi, einer jungen Priesterin der Sonne. Interessant. Sie hatte Angst vor ihrer eigenen Königin. Ja, das hat sie in der anderen Schriftrolle ja auch schon uns mitgeteilt, dass sie da irgendwie Sorge hat. Wieso haben wir das denn noch nicht? Lage Bergdorf. Und dass sie da tatsächlich Angst vor ihrer Königin hat, aber das halt irgendwie, ja, sie das halt trotzdem macht, weil das wäre sonst schlecht für die Familie. Und jetzt ist sie halt hier, beziehungsweise ist halt dem Ruf gefolgt und ist jetzt, ja, dementsprechend unterwegs. Was ich jetzt nicht verstehe, hier fehlt noch ein Dokument, aber ich kann es auf dem beim besten Willen. Doch da. Da ist es. Wow, wieso habe ich das denn übersehen? Okay, das Dokument müssen wir uns noch dringend holen, ihr Lieben. Dieses Dokument wird dann aber, glaube ich, erstmal das letzte sein, was wir uns noch holen. Ich weiß auch nicht, ob wir das tatsächlich in diesem Part noch machen sollen. Aber dann haben wir sie vollständig. Und im Zweifel geht es dann halt ein bisschen länger. Ist ja nicht schlimm. Ich denke, es gibt Schlimmeres, als dass ein Part ein bisschen länger geht. Auch wenn er, wie gesagt, für den einen oder anderen vielleicht langweilig ist. Aber wenn wir das gemacht haben, dann würde ich mich nämlich tatsächlich dann auch wieder
dem Hauptquest widmen. Jetzt muss ich nur einmal gucken, wie wir da am besten wieder wahrscheinlich so und dann, ja, okay. Gut, war dumm, also geht's da wieder runter. Die Frage ist nur, komme ich da? Achso, warte mal. Wir machen das anders. Wir müssen da irgendwie anders runter. Okay. Wir müssen, glaube ich, da rüber. Aber komme ich da? Das ist immer so ein bisschen... Warte mal, wir gehen da nochmal rüber und ich versuche einfach von da woanders festzumachen. Dass wir einfach eine bessere Ausgangsposition haben, wo wir hoch und runter kommen. Kann ich? Ich kann doch bestimmt von hier da oben auch... Ja. Guck mal, dann haben wir nämlich da jetzt eine Möglichkeit, da wieder hochzukommen, weil der andere wäre nämlich zu weit oben gewesen. Dann kommen wir von da rüber, holen uns dann das letzte Dokument, was sich irgendwie... Warum habe ich das denn liegen lassen? Keine Ahnung. Aber dann haben wir zumindest da die Dokumente auch voll und ständig. Ich muss doch da... Komme ich da nicht irgendwie anders hoch? Von hier komme ich da jetzt ja nicht mehr ran, ne? Das ist doch kacke. Okay. Ja. Alles klar. Warte mal, hier war die Wand, die ich runterklettern konnte, ne? Genau. So, lassen wir mal hier los. Wir gehen da jetzt mal rüber. Weil da gab es auch eine Wand, wo ich hochkam. Man muss einfach nur mal genau gucken. Und dann ist es auch gar nicht mehr so kompliziert. Okay. So, jetzt müssen wir hier durch. Gut, jetzt sind wir wieder auf der Seite. Das Dokument befindet sich da drüben. Okay, da müsste ich eigentlich von hier aus hinkommen. Warte mal, wir gehen mal hier lang. Darüber. Darunter. Weil hier war ja auch noch was, wo ich festmachen konnte, bin ich der Meinung. Irgendwo war hier doch noch so ein... Warte mal. Ich muss mir das einmal angucken. Da oben müssen wir hin. Da ist noch so ein Festmachteil-Dingens-Bummens. Aber hier war doch irgendwo... ich muss da ja irgendwie hin. Irgendwo muss doch hier noch so ein Ankerpunkt sein. Der kann ja, der muss ja weiter da... Ach, da läuft sogar ein Seil. Davon da drüben. Die Frage ist nur, komme ich da so ran? Gucken wir mal. Wir machen das jetzt mal so, genau. So, runter. Ja, geh runter. Kletter da rüber. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wir prüfen das mal. Aber es müsste ja eigentlich. Weil anders habe ich da ja fast keine Möglichkeit. Wir klettern jetzt mal hier auf das Dach. Und dann müsste ich doch eigentlich von hier... Ja, perfekt. Und Appi Galoppi. Sehr schön. Genau, weil da ist es nämlich drin. Und dann waren wir hier drüben nämlich auch. Also wir waren ja anscheinend schon hier drüben. Ich habe ja das Ding da angezündet. Aber irgendwie... bin ich einfach nicht weitergegangen. Ich weiß. Ja, ich glaube, ich habe ungefähr einen Plan. Aber warum habe ich das denn nicht damals nicht mitgenommen? Ach, weil ich die... weil ich da nicht reinkam. Alles klärchen. Jetzt aber. Zack, zack. Königin, wie ich nun hier stehe, leiste ich euch diesen Treueschwur. Als erste Sturmwache und General eurer Armeen werde ich euch vorbehaltlos dienen und das Land Yamatai sowie alle eure Untertanen beschützen. Ich werde den Rest meiner Tage an eurer Seite stehen und meinen Posten nur auf euren Befehl verlassen. Sollte ich in meinen Pflichten scheitern, ist mein Leben verwirkt. Mein Herz schlägt auf eure Anweisung. Ich atme, wie es euch gefällt. Von diesem Moment an unterstehe ich einzig euch. General, der Schwur. Diese alte Schriftrolle erhält einen Treueschwur des Generals der Sturmwache. Er überschrieb der Sonnenkönigin sein Leben. Ja, so macht das ein guter General. Alles klar, ihr Lieben. Dann werde ich den Part an dieser Stelle auch beenden. Wir haben richtig gute Arbeit geleistet. Wir haben alles eingesammelt, was wir hier
finden konnten, was es hier zu finden gab. Und dann werde ich jetzt im nächsten Part wieder zu unserem Lager reisen, wo wir jetzt quasi wieder, ja, wo es weitergeht für die Hauptstory, nämlich in den Bergwald, dass wir hier tatsächlich dann jetzt auch weiterkommen. Und dann gucken wir mal, machen wir jetzt ein bisschen Story und dann werde ich nochmal zusehen, dass ich vielleicht auch nochmal den Rest einsammeln kann. Das Bergdorf war jetzt ja das Größte, was wir hatten und wie gesagt, jetzt werden wir uns wieder der Story widmen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und über ein Abo würde ich mich auch freuen und dann treffen wir uns in der nächsten Folge im Bergwald. Bis dahin, tschüss!